Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Luck Flow. Freunde, ihr habt unter unser Real Talk Video so viele Kommentare geschrieben, ich glaube mittlerweile 1800. Und ich habe mir, ich glaube, alle durchgelesen und ihr habt mir ganz tolle Hinweise gegeben, auch was ihr sehen wollt in Zukunft, was für Projekte ihr sehen wollt. Und ich versuche das natürlich alles umzusetzen. Zum einen habt ihr geschrieben, ihr wollt bodenständige Projekte, gar nicht so diese High-End-Karossen. Und eigene Projekte, das heißt, die eigenen Projekte sind auf jeden Fall bodenständig. Wir hatten natürlich in letzter Zeit nicht viel Zeit für eigene Projekte, weil wir mit der Firma umgezogen sind. Erstmal sehen mussten, dass das hier alles zum Laufen kommt. Aber jetzt, ich meine, ich habe den Audi seit einem halben Jahr, der muss jetzt mal lackiert werden, jetzt muss das losgehen. Und ihr habt gesagt, ihr wollt wieder wie früher alte kreative Projekte haben, wie beim BMW mit verschiedenen Techniken, Designs etc. Dafür eignet sich natürlich ein eigenes Auto am allerbesten, weil da kann man sich richtig dran austoben. Und es entwickelt sich in diesem Video noch ein weiteres Projekt, was so ein Spontankauf war von mir. Auf jeden Fall, ja, wie das alles vonstatten geht und wie das anfängt, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, den Audi habe ich vor einem halben Jahr gekauft für 3.300 Euro, hat mittlerweile auch schon 200.000, 220.000 Kilometer auf der Uhr. Aber wir haben schon einiges reingesteckt. Das Auto ist jetzt von der Grundsubstanz wirklich gut. Und ich zeige euch einmal, was wir bisher an dem Auto gemacht haben. Wir haben dem Wagen ein Carbondach verpasst. Der Wagen hat schöne 19 Zoll Rotorfelgen, Bremssättel lackiert und ein AP-Gewindefahrwerk. Des Weiteren hat er eine Duplex-Auspuffanlage bekommen von Fox, komplett aus Edelstahl und den schönen neuen Heckdiffuser in Schwarz-Hochglanz. Die Wurzelholz-Interieurleisten haben wir lackiert und das hässliche Plastiklenkrad gegen ein Lederlenkrad getauscht. Heute geht es ins Detail, das heißt, als erstes werden die Scheiben foliert. Was ihr gar nicht mitgekriegt habt, was off-cam passiert ist, wir haben, Mats und ich zusammen haben noch den Zahnriemen gewechselt, neue Zündkerzen eingebaut, Ölwechsel gemacht, Innenraumfilter, Ölfilter, auch alles Mögliche haben wir erneuert. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich jetzt auch weiterhin ein bisschen Zeit und Liebe in das Auto reinzustecken. Ja, ab Werk sind die Scheiben hier gar nicht verdunkelt. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ganz schwarz wäre 96 und das wäre mir jetzt zu dunkel, weil dann kannst du auch nachts nicht mehr sehen, wenn du nachts mal rückwärts fahren musst. Das kannst du vergessen. Deshalb nehme ich jetzt 88, Tönungsgrad 88. Bin gespannt, wie das wird. Wenn das nicht mal schon geil aussieht. So Freunde, der Max hat mir hier ein neues Produkt mitgebracht, und zwar den AirDry Klarlack. Den habe ich selber noch nie ausprobiert. Ganz einfaches Mischungsverhältnis, 1:1. Klingt auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir testen ihn mal in der Praxis rum. Ich sehe gerade nach einer Stunde bei 20 Grad Montage fest. Energiespareffekt. Die Trocknungstechnologie ist natürlich eine andere, weil das ist ein luftfeuchtigkeitstrocknender Klarlack. Der wird aber ganz normal in zwei Spritzgängen aufgetragen. Ein dünner geschlossener Gang vorweg, ein schöner glänzender Gang hinterher. Wie schnell der anzieht. Das Beste an dem Klarlack ist, er ist durchsichtig. Ich
Ja, Freunde, jetzt steht der Wagen hier, die Scheiben sind getönt. Das bin ich so am Überlegen, ne? Weil jetzt wollen wir den lackieren, dafür müssen die Spiegel ab, die Stoßstangen ab. Ich brauche aber ein Auto, weil hier gerade die AKN saniert wird, die Eisenbahn. Das heißt, das ist alles mit Schienenersatzverkehr und alles ziemlich nervig. Und ja, man braucht halt mega lange jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Und jetzt ist Marcel gerade hier und hat sein Jetta aus dem Teich gezogen. Guck mal hier. Aus dem Moor. Aus dem Moor. Da will er jetzt rangehen. Aber jetzt steht hier ein Auto mit Anhänger. Das habe ich mal spontan überlegt. Lass uns doch einfach noch ein Auto kaufen. Und habe mal im Netz geguckt, was es so gibt. Und ich habe jetzt ein Auto gefunden für 650 Euro mit TÜV. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt an. Und wenn der gut ist, nehme ich den direkt mit. So, Freunde, da steht das Objekt der Begierde. Fiat Seicento Sporting mit Abarth Bodykit sogar hier. Was sagst du, Marcel? Heißer Feger, du. Schauen wir uns mal an. Ja. So, mal einen Blick reinwerfen. Der hat sogar Ledersitze, du. Ganz edel. Ja, Freunde, zu dem Auto, was soll ich dazu sagen? Es ist halt ein Auto für 600 Euro. Der Wagen läuft, Motor läuft sauber, klackert nicht irgendwie. Hat halt diverse Schäden an der Karosserie, Kratzerdrillen, Abplatzer, die Reifen sind tot. Aber ja, das soll ein Auto sein, was mich jetzt erstmal günstig von A nach B bringt. Und das sieht alles soweit gut aus. Also würde ich sagen, wir gucken uns den später nochmal an. Wir schmeißen ihn jetzt erstmal auf den Anhänger. Freunde, jetzt steht er hier. Ich habe mir das Ding gekauft, damit ich meine eine Baustelle fertig kriege. Und jetzt steht hier die nächste Baustelle auf dem Hof. Oh. Ist doch nichts. Ich so cool, was soll ich dir sagen? Den müssen wir jetzt... Oh nee. Ja, was soll ich euch sagen? Ich zeige euch noch mal so ein paar kleine Lackstellen. Trotzdem finde ich das Ding geil. Wisst ihr, was eigentlich der Beweggrund dafür war, mir dieses Auto zu kaufen? Ich hatte, damals habe ich ja schon mal erzählt, einen schönen E30, ein Cabriolet, BMW. Und den wollte ich nachher im Sommer nicht mehr fahren. Und habe ich mir damals einen Cinquecento Sporto, also den Vorgänger davon, gekauft. Für den Winter, einfach als billiges Auto. Und der hat so Spaß gemacht, dass wir den dann irgendwann mal, als er durch war, verkauft haben und einen Seicento gekauft habe. Den hat meine Frau dann noch ein paar Jahre gefahren und eigentlich waren wir damit immer zufrieden. Der lief immer, der war günstig, die Teile waren günstig und das ist jetzt natürlich hier, der ist zwar abgerockt, aber der hat halt die höchste Ausstattung, ne? Mit kompletten Abarth-Paket. Der hat Ledersitze, rote Abarth-Ledersportsitze, das Faltdach elektrisch funktioniert sogar, ist dicht, das ist halt auch wichtig und ich habe irgendwie richtig Bock, das Ding wieder fertig zu machen. Wenn man so überlegt, vielleicht Candy Rot, dann den Abarth Skorpion so auf die Seite. Könnt ihr ja mal schreiben. Und ja, ich freue mich auf die Kiste. Die machen wir jetzt erstmal fertig, dass der, ja, dass ich damit auch fahren kann. Ne? Ja, machen wir so. Genau, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu zu meinem, in meinem neuen unerwarteten Projekt in die Kommentare schreiben. Ist auf jeden Fall ein greifbares, bodenständiges Projekt, muss man ja mal sagen. Und ich würde sagen, wir beenden das Video. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Euer kostenloses Kanal-Abo, du machst natürlich, folgt uns auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.